der Nacht vom 9. auf den 10. Februar zog das Sturmtief Sabine quer über Deutschland und hinterließ erhebliche Schäden. Die Deutsche Bahn hat in der Nacht den gesamten Nah- und Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Bis die Züge wieder pünktlich fahren, wird es wohl noch eine Weile dauern. Wegen herabstürzender Äste und umknickender Bäume wurde die Promenade ebenfalls komplett gesperrt. Am Tag danach ist sie wieder freigegeben. Sträucher und Äste blockieren allerdings immer noch Teile der Promenade. Mit starken Böen und Hagelschauern ist das Sturmtief auch am Tag danach noch zu spüren.